Ja, vielen Dank für die Einladung hierher nach Rosenheim und die freundlichen einführenden Worte. Ja, ich glaube, diese beiden Personen muss ich nicht vorstellen. Wir stehen ja vor, ja, ich benutze das Wort eigentlich nicht so häufig, eigentlich habe ich es noch nie benutzt, aber wir stehen meiner Meinung nach tatsächlich vor einer Art Schicksalswahl. In vielerlei Hinsicht, das betrifft die Innenpolitik, das betrifft die Außenpolitik, aber das betrifft natürlich auch die Umweltpolitik. Und deswegen habe ich eben Donald Trump, den republikanischen Präsidentschaftskandidaten, und Hillary Clinton, die demokratische Bewerberin, hier an den Anfang gestellt. Also es geht um die Präsidentschaftswahl in den USA im kommenden Monat. Und diese Wahl wird sicherlich eine große Signalwirkung haben. Wie gesagt, auch für die internationale Klimapolitik. Wir hatten ja Ende 2015 endlich ein neues Klimaabkommen unterschrieben bekommen. Es ist in Windeseile, kann man sagen, für politische Verhältnisse ratifiziert worden und es kann tatsächlich auch nächsten Monat in Kraft treten. Nun, abhängig davon, wie die Wahl ausgeht, wird es bei dem Klimaabkommen bleiben oder es wird vielleicht neu verhandelt werden. Zumindest hat Donald Trump angekündigt, im Falle eines Wahlsieges dieses, wie er sagt, für die USA unfaire Abkommen rückgängig machen zu wollen und sich nicht länger, und auch das hat er halt so gesagt, von den Chinesen diktieren zu lassen, was die Amerikaner zu tun oder zu lassen haben. Nun, ich ergreife immer gerne die Gelegenheit, nochmal aus erster Hand darüber zu informieren, wo wir denn stehen in Sachen Klimawandel. Was wir wissen, aber, und das ist auch ganz wichtig, was wir nicht wissen. Und in den Medien bekommt man wirklich alle möglichen Informationen dargeboten. Und in Zeiten des Internets ist es noch viel diverser. Das heißt also, wir werden überflutet mit Informationen, zum Teil sehr, sehr unterschiedlicher Couleur. Und am Ende des Tages weiß niemand mehr, was man eigentlich glauben soll. Und deswegen beginne ich meine Vorträge immer damit, nochmal deutlich zu machen, worin denn eigentlich das Klimaproblem steht. Ich habe mal hier zwei Beispiele mitgebracht, die zeigen sollen, wie stark doch die Medien polarisieren können. Ich will hier überhaupt keine Medienschelte betreiben, deswegen habe ich es da unten extra nochmal hingeschrieben. Die Medien sind ein großes Glück. Die Medien, freie Medien, gehören zu einer pluralistischen Gesellschaft, gehören zu einer demokratischen Gesellschaft. Aber man muss natürlich die Spielregeln in einer Gesellschaft kennen, in der es eine Meinungsfreiheit gibt, die es nicht in vielen Ländern dieser Welt gibt. Und zwei Beispiele hier, die haben mich schon geprägt. Ich sage Ihnen auch gleich, warum. Das eine Beispiel, da sehen Sie den Kölner Dom halb unter Wasser. Das würde also einem Meeresspiegelanstieg von ungefähr 80 Metern entsprechen. Das war der Spiegeltitel im August 1986. Im August 1986, ich werde diesen Spiegeltitel niemals vergessen. Denn dieser Titel hat mein Leben verändert, mein persönliches Leben, weil von dem Tag an hatte ich auf einmal zwei Professionen, den des Wissenschaftlers und den desjenigen, der den Medien Rede und Antwort steht in Fragen des Klimawandels. Nun, kein Mensch hat jemals, zumindest kein Klimaforscher, hat jemals behauptet, dass wir in den nächsten Jahrzehnten oder in den nächsten Jahrhunderten einen Meeresspiegelanstieg von 80 Metern bekommen. 80 Meter würde bedeuten, dass das gesamte Eis, das wir auf der Erde haben, komplett abschmelzen würde. Und das ist eben das Problem, das heißt also, die Medien polarisieren, bringen, spitzen die Dinge extrem zu. Und das ist eben das eine Extrem.
Ja, das heißt also, dass man Katastrophenszenarien an die Wand wirft. Das andere Extrem, das gibt es natürlich auch, und das war 2005, diesmal der Stern. Und der Stern, das sehen Sie, der hat also so praktisch eine Gegenstory entworfen. Also da steht dann Klimakatastrophe, alles Panikmache, Fragezeichen, und da wird dann alles in die Tonne getreten, was die Wissenschaft jemals herausgefunden hat in Sachen Klimawandel. Nun, das kann man sicherlich machen, und nochmal, ich möchte hier überhaupt keine Medienschelte betreiben. Interessant ist der Anlass. Warum hat der Stern das gemacht? Nicht, weil eine wissenschaftliche Studie erschienen wäre, sondern weil ein Roman erschienen ist. Ein Roman von Michael Crichton. Michael Crichton kennen Sie vielleicht, der hat Jurassic Park geschrieben, dieses Saurierbuch. Tolles Buch, kann ich nur jedem empfehlen. Und der hat dann ein weiteres Buch geschrieben mit dem Titel Welt in Angst. Und da hat er eben letzten Endes so ein Plot entworfen, dass wir Klimaforscher uns das irgendwie alles nur erfunden hätten und im Bunde mit den Umweltverbänden, mit den Umweltorganisationen letzten Endes die Weltbevölkerung an der Nase herumführen. Und weil es eben diese ganz verschiedenen Informationen gibt, die pausenlos auf uns einprasseln, ist es einfach nochmal gut, am Anfang darzustellen, was denn eigentlich das Problem ist, worum es hierbei eigentlich geht. Nun, das Klimaproblem ist hauptsächlich auch ein Energieproblem. Und wir sehen hier die Erde bei Nacht. Und wenn wir uns den Planeten ansehen, dann sollten wir ja eigentlich gar nicht sehen. Aber wir sehen halt in dieser Fotomontage sehr, sehr viel Licht. Das heißt also sehr viel Energieverbrauch. Und wir sehen eben auch, wo das passiert. Es passiert vor allen Dingen in den Industrienationen und halt nicht in den Entwicklungsländern. Und Afrika ist eben auch hier der dunkle Kontinent. Also es geht letzten Endes darum, und darauf hat der Club of Rome ja schon hingewiesen, 1972 mit den Grenzen des Wachstums. Es geht einfach darum, dass wir die Erde übernutzen. Und eigentlich müssten wir mindestens 2, wahrscheinlich sogar 3 Planeten Erde haben, um diesen Ressourcenverbrauch wirklich darstellen zu können. Aber wir haben halt nur diesen einen Planeten Erde, und deswegen sind wir gewissermaßen dabei, den Ast abzusägen, auf dem wir sitzen. Denn es ist abzusehen, wenn wir diesen Ressourcenverbrauch beibehalten, dass dann halt irgendwann nichts mehr da ist. Nun ist es müßig, darüber zu spekulieren, wann denn das nun der Fall ist. Der Club of Rome wurde ja oft kritisiert dafür, dass die Vorhersagen nicht eingetreten sind oder vielleicht zu spät eingetreten sind, was auch immer. Ich finde es, halte es für irrelevant. Der Kern der Botschaft des Club of Rome, dass es nämlich die Grenzen des Wachstums gibt, die sind nach wie vor richtig. Und wenn wir schon bei den Grenzen sind, dann sollten wir auch über die Grenzen der Anpassung sprechen. Denn wir haben es gerade in diesem Sommer erlebt, zu Beginn des Sommers, als wir diese extrem starken Niederschläge hatten, ab einer bestimmten Grenze von Änderungen kann man sich nicht mehr anpassen. Das heißt also, man kann die Dinge nicht einfach so laufen lassen und hoffen oder glauben, dass man das dann irgendwie schon hinbekommen kann. Ich glaube, wir haben im Frühsommer wirklich die Grenzen aufgezeigt bekommen. Nicht nur einmal, sondern in der Vergangenheit eben immer wieder. Nun, der Titel des Vortrags lautet ja von der wissenschaftlichen Erkenntnis zum politischen Handeln. Die Erkenntnis ist verdammt alt. Ich habe ja gerade über den Club of Rome gesprochen, ich habe über die Energie, über den Energiehunger der Welt gesprochen, darüber, dass wir den Planeten übernutzen. Dieser Mann hier, Wilhelm Ostwald, der hat schon vor über 100 Jahren diesen bemerkenswerten Satz
geschrieben. Wilhelm Ostwald war auch nicht irgendwer, sondern einer der großen Chemiker seiner Zeit, hat den Nobelpreis bekommen für Chemie im Jahr 1909 und hat geschrieben den energetischen Imperativ im Jahr 1912 und hat eben gesagt, wir sind gerade dabei, von einem unverhofften Erbe zu leben, von einem unverhofften Erbe, das wir in Form fossiler Brennmaterialien unter der Erde gefunden haben, also in Form fossiler Brennmaterialien. Dieses Material wird sich aufbrauchen. Dauerndes Wirtschaften ist allein über die laufende Energiezufuhr der Sonne möglich. Dauerndes Wirtschaften ist allein über die laufende Energiezufuhr der Sonne möglich. Und da schließt natürlich Windkraft mit ein, denn alles, jede Bewegung, die hier auf der Erde passiert, ist natürlich in gewisser Weise von der Sonne angetrieben. Also die Tatsache, dass wir Energie eigentlich anders produzieren sollten, als wie wir es heute tun, ist schon ziemlich lange bekannt. Aber wir haben uns trotzdem systematisch, aus welchen Gründen auch immer, in eine Sackgasse manövrieren lassen, in eine Sackgasse. Wir haben eigentlich nur noch die Wahl zwischen Pest und Cholera. Nun können Sie sich überlegen, was Pest und was Cholera ist. Hier ist eins von beiden, die Atomkraft. Nun, ich glaube, nach Fukushima, nach diesem Atomunfall vor gut 5 Jahren ist jedem klar geworden, zumindest vielen klar geworden, dass Atomkraft keine Alternative ist und schon gar keine nachhaltige Alternative zur Energiegewinnung. Nun ist ja schon alles dazu gesagt worden. Ich möchte aber noch mal eine Sache hervorheben, die mir persönlich wichtig ist und die, glaube ich, so auch in den Medien nicht dargestellt worden ist, weil es ja schließlich eine persönliche Einschätzung dieses Atomunfalls ist. Dieser Unfall hat eben gezeigt, dass wir in gewisser Weise den Respekt vor der Natur verloren haben. Warum sage ich das? Warum haben wir den Respekt vor der Natur verloren? Wissen Sie, die Japaner sind keine Idioten. Und trotzdem haben sie Kernkraftwerke an die Küste gebaut. Warum haben sie es getan? Weil sie glaubten, dass man berechnen kann, wie stark ein Erdbeben werden kann. Und da haben sie sich halt verrechnet. So einfach ist es. Sie dachten, ein Erdbeben kann maximal die Stärke 8 erreichen. Nun hätte ich auch 64 sagen können. Ich meine, das sagt Ihnen nicht viel. Ne? 8. Also, ich will Ihnen das ein bisschen näher bringen. Was heißt eigentlich ein Erdbeben der Stärke 8. Ich selber habe mal ein Erdbeben erlebt in Los Angeles oder in der Nähe von Los Angeles. Das hatte die Stärke 4. Und da saßen wir halt beim Abendessen. Es war schon gespenstisch, das kann ich Ihnen sagen. Also wir saßen da, also ich hatte Hunger, gebe ich zu. Und es war ein Höllenlärm draußen, weil die Vögel, da waren Bäume und da waren ganz viele Vögel und die haben da ein Radau gemacht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und urplötzlich wurde still, von einer Sekunde auf die andere. Und dann fing auf einmal, ein paar Sekunden später, die Erde an zu schwanken. Und ja, ich dachte, Mann, oh Mann, die haben hier aber einen Weißwein. Ne? Bis dann die Gastgeberin sagte, oh, ein Earthquake. Und damit war dann die Situation aufgelöst. Das war ein Erdbeben der Stärke 4, aber ich kann Ihnen sagen, 4 ist schon, das treibt Sie schon um. Das ist schon etwas, was Ihnen Angst macht. Nun, die Richterskala ist eine logarithmische Skala, wie man sagt. Das heißt also, wenn Sie jetzt von der Stärke 4 auf die Stärke 5 gehen, ist es ein Faktor 10. Ja, also ein Erdbeben der Stärke 5 ist 10-mal stärker als das Erdbeben, das ich erlebt habe. Gehen Sie auf 6, nochmal ein Faktor 10, also 100-mal stärker. Gehen Sie auf 7, das ist schon 1000-mal stärker. Gehen Sie auf 8, das ist 10.000-mal stärker. Niemand in diesem Raum, eingeschlossen ich, kann sich vorstellen, was für ein Erdbeben das ist. Ja, 8. Also 8 sollte das Stärkste sein. Was dann kam, war 9. Das heißt nochmal 10-mal stärker als das Erdbeben, das eigentlich hätte der stärkste sein sollen.
Ja, und diese Erdbeben, wenn sie am Meeresgrund passieren, können eben Flutwellen auslösen. Und auch dieses Erdbeben hat eine Flutwelle ausgelöst, die man ja mit Tsunami bezeichnet. Und dieser Tsunami war am Ende letzten Endes der Grund, warum es zur Katastrophe gekommen ist. Denn es hat das Kraftwerk überspült und hat dann letzten Endes zum Stromausfall geführt. Auch hier wieder diese Respektlosigkeit. Wissen Sie, natürlich hatte das Kraftwerk eine Flutmauer, die war 6 Meter hoch. Aber was dann kam, war mindestens 10 Meter höher als 6 Meter, 16 Meter. An einigen Stellen war es 20 Meter, an anderen Stellen 30 Meter. Ja, also gigantische Flutwellen. Man hätte es wissen können, weil vor vielen, vielen Jahrzehnten gab es natürlich schon mal solche Tsunamis und da gibt es noch so alte Markierungen, die Vorfahren gemacht hatten. Aber das ist genau das, was ich eben sagte, wir haben den Respekt vor der Natur verloren. Wir glauben, die Natur beherrschen zu können, aber in Wirklichkeit beherrscht die Natur uns. Und das ist der eigentliche Grund, warum wir niemals, zumindest aus meiner Sicht, niemals eine Technologie verwenden sollten, die solche extremen Auswirkungen im Falle des Schiefgehens hat. Und deswegen bin ich eben strikt gegen die Atomkraft. Ich sage Ihnen das nur deswegen auch, weil ich eigentlich nach jedem Vortrag immer wieder in Gespräche verwickelt werde nach dem Muster, ja, wenn wir ein Klimaproblem haben, sollten wir doch lieber Atomkraft machen, denn Atomkraft produzierte zumindest kein CO2, auf das ich gleich zu sprechen komme. Nun, Atomkraft hat natürlich noch die Kehrseite, dass wir nicht wissen, wo wir mit dem Atommüll hin sollen. Und in der Situation sind wir auch hier in Deutschland. Die Endlagerkommission, die von der Bundesregierung eingesetzt worden ist, hat den Auftrag, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, hat den Auftrag, ein Endlager zu finden, das den Atommüll für 1 Million Jahre sicher lagern kann. 1 Million Jahre. Meine Damen und Herren, wer von Ihnen hier glaubt eigentlich, dass man das kann? 1 Million Jahre sicher lagern. Nun, so sieht es in Fukushima heute aus. Die Strände sind übersät mit schwarzen Müllsäcken. Und dort ist das, kontaminierte Material drin, das man abgetragen hat. Ja, das Erdreich, das man abgetragen hat. Man weiß aber nicht, wohin damit. Ja, Tausende und Abertausende von Müllsäcken mit strahlendem Abfall liegen da einfach rum. Das heißt also, man kann in keinster Weise davon sprechen, dass die Situation irgendwie unter Kontrolle ist. Nein, ganz und gar nicht. Wir haben immer noch hier Verhältnisse, die wir uns bei uns hier wirklich nicht wünschen. Gott sei Dank spielt Atomkraft, was die weltweite Energieversorgung angeht, überhaupt keine Rolle. Einige wenige Prozent der Energie, die weltweit produziert wird, wird über Atomkraft produziert. Insofern brauchen wir die Atomkraft gar nicht und wir haben es ja auch gemerkt, als wir die ganzen Atomkraftwerke von einer Sekunde auf die andere oder von einem Tag auf den anderen stillgelegt haben, ist überhaupt nichts passiert. Hätten sie aber vorher gesagt, ja, wir machen das, hätte man gesagt, dann ist morgen der Blackout da. Also wir hatten natürlich extreme Überkapazitäten, was man halt dann sofort gesehen hat. Nun, das Problem mit dem Klima ist, dass der Großteil der Energie, über 90% der Energie, die wir auf der Erde produzieren, produzieren wir über die Verbrennung der fossilen Brennstoffe. Also Kohle, Erdöl und Erdgas. Ja, das sind die fossilen Brennstoffe. Und Sie sehen, dass anhand der Rauchfahnen dabei eben Abfall passiert. Das ist eigentlich auch nicht sehr intelligent. Ja? Denn eigentlich ist es das Gleiche, was die Steinzeitmenschen gemacht haben. Die haben etwas verbrannt und haben sich gewärmt. Ja? Aber wir machen das Gleiche. Wir verbrennen etwas und wärmen uns oder wir produzieren Strom. Was wir nicht sehen können, und das ist der Grund für das Klimaproblem, ist das Gas, das dabei entweicht. Und dieses Gas nennen wir Kohlendioxid. Nun, die Krux ist, dass Gase unsichtbar sind. Das heißt, wir merken einfach nicht, dass etwas Unglaubliches passiert.
Und wenn wir uns den CO2-Gehalt der Luft ansehen, dann messen wir heute einen Wert in der Luft, den hat es noch nie gegeben, seit wir Menschen auf diesem Planeten Erde leben. Noch nie, seit wir auf der Erde leben. Wir sehen hier den CO2-Gehalt in der blauen Kurve für die letzten 800.000 Jahre. Ja, da stellt sich natürlich unwillkürlich die Frage, woher weiß der Kerl das? Ja, 800.000 Jahre, also ich bin alt, ich weiß es und ich habe graue Haare, aber glauben Sie mir, ich bin nicht 800.000 Jahre alt. Ne? Also, woher wissen wir das? Wir können im Eis der Antarktis, also am Südpol, bohren. Da können wir solche Eiskerne ziehen und in diesen Eiskernen sind Luftbläschen enthalten. Und diese Luftbläschen können Sie analysieren, natürlich auch datieren. Und deswegen wissen Sie eben ganz genau über die Geschichte der Zusammensetzung der Luft Bescheid. Und der heutige Wert, der über 400 Parts per Million, also ppm, Teile pro einer Million, liegt, der war in der Vergangenheit vielleicht irgendwo maximal bei 300, zumindest für diese Zeitspanne, für die letzten 800.000 Jahre. Ich sagte ja, wir merken es nicht. Ja? Ich glaube, wir würden ganz anders damit umgehen, wenn sich der Himmel so irgendwie rötlich einfärben würde oder wenn es riechen würde. Ja? Aber wir haben eben von der Natur keinen Sinn mitbekommen. Unsere fünf Sinne sind nicht geeignet, um das zu merken. Wir sehen in der roten Kurve auch aus der Antarktis, aus den gleichen Eisbohrungen ermittelt die Temperatur am Südpol und es fällt sofort auf, dass es da offensichtlich eine Beziehung gibt, und zwar, dass sich Temperatur und CO2 gegenseitig verstärken. Es ist völlig egal, welche Größe erst hochgeht, die andere Größe folgt immer in einer Art und Weise, dass sie die anfängliche Änderung weiter verstärkt. In der Physik sprechen wir von einer positiven Rückkopplung. Ja, eigentlich müssten jetzt bei uns die Alarmglocken schrillen, aber sie schrillen eben nicht, weil wir es nicht merken, dass wir das Erdsystem schon in einem Maße ausgelenkt haben, wie es noch nie der Fall gewesen ist. Und die Internationale Geologische Gesellschaft diskutiert im Moment sehr heftig darüber, ob man ein neues Erdzeitalter ausrufen soll. Ein neues Erdzeitalter, das sogenannte Anthropozän, also das Erdzeitalter, das inzwischen erheblich durch menschliche Eingriffe charakterisiert ist. Es hat eine Kommission gegeben, die Kommission hat ihren Bericht abgegeben. Dieser Bericht befürwortet die Einführung des Anthropozäns, aber wie gesagt, die endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen. Dieser Mann hier, Roger Revelle, der hat diesen bemerkenswerten Satz 1957 in einem Interview mit der New York Times gesagt. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Da hat nämlich gesagt, die Menschen führen momentan ein groß angelegtes geophysikalisches Experiment aus. Ein groß angelegtes geophysikalisches Experiment, das so weder in der Vergangenheit hätte passieren können, noch in der Zukunft wiederholt werden kann. Ein groß angelegtes Experiment. Und das möchte ich bekräftigen. Wir führen ein Experiment mit unserem Planeten aus. Wenn Sie, ich bin Wissenschaftler und jeder Wissenschaftler weiß, dass es die absolute Wahrheit nicht gibt. Das Erdsystem ist viel zu kompliziert, als dass ich es in allen Einzelheiten berechnen könnte. Und es hat immer wieder Situationen gegeben, wo wir überrascht worden sind. Ich will Ihnen nur ein Beispiel nennen, wo wir überrascht worden sind, beim Ozonloch. Dieses Ozonloch wurde von keinem Wissenschaftler der Welt vorhergesagt und ist trotzdem passiert. Und ich sage es auch deswegen, es gibt Unsicherheiten, ist doch völlig klar. Ja, es gibt keine perfekten Modelle und es gibt schon gar keine perfekten Vorhersagen. Aber das heißt doch nicht, und so wird oft argumentiert, das heißt doch nicht, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, bloß weil es Unsicherheiten gibt. Ja? Wenn wir zum Beispiel Risiken bewerten, ja, und es geht um unser ganz persönliches Leben, dann sind wir so gut wie
sind wir nicht bereit, selbst noch so kleine Risiken einzugehen. Ja? Ich nehme immer gerne das Beispiel eines Flugzeugs. Denken Sie mal daran, wenn Sie nächstes Mal in ein Flugzeug steigen. Und stellen Sie sich mal vor, bevor Sie ins Flugzeug gehen, also gehen durch den Jetway und bevor Sie reingehen, steht ein Schild. Dieses Flugzeug stürzt mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% ab. Wer von Ihnen würde eigentlich da reingehen? Kein Mensch. Bei den Umweltthemen sind wir offensichtlich bereit, jedes noch so große Risiko einzugehen. Ja? Stellen Sie sich mal vor, es ist wirklich 50-50. Also 50% aller Wissenschaftler würden sagen, es gibt ein Problem und 50% aller Wissenschaftler würden sagen, es gibt kein Problem. Ja? Selbst in diesem Fall, glaube ich, wäre es verantwortungslos, nicht zu handeln. Nun, die Situation ist völlig anders. Über 90% der Wissenschaftler sagen, wir haben hier ein ernsthaftes Problem und wir müssen unbedingt etwas tun. Und am Ende komme ich ja dann auch zum politischen Handeln. Ja? Insofern widerspricht diese Trägheit der Weltpolitik mit dem, beim Umgang mit den globalen Umweltproblemen völlig unserer persönlichen Lebensweise. Und das ist etwas, was wir in vielen Bereichen sehen, was wir nicht nur in der Umweltpolitik sehen, was wir natürlich auch in der Ökonomie sehen, also in der Weltwirtschaft, aber auch in der Sicherheitspolitik und so weiter. Was Roger Revelle wusste, war, was dieser Mann nochmal 50 Jahre vorher berechnet hatte. Das waren die ersten Berechnungen zur globalen Erwärmung, 1896. 1896, Svante Arrhenius, auch der kein Idiot, Nobelpreisträger, ja, schlauer Mann. Der hat eine Arbeit verfasst, mit einem Titel, der für sich spricht. Der hat geschrieben eine Arbeit mit dem Titel über den Einfluss von Kohlensäure in der Luft auf die Bodentemperatur. Damals hat man von Kohlensäure gesprochen, nicht von Kohlendioxid. Aber wenn Sie die Arbeit lesen, und ich kann es nur jedem empfehlen, mal in die Arbeit reinzugucken, dann steht da CO2. Also wenn man das übersetzt in die heutige Wissenschaftssprache, heißt diese Arbeit über den Einfluss von Kohlendioxid in der Luft auf die Bodentemperatur. Genau das Problem der globalen Erwärmung. 1896. Nun stellen Sie sich mal vor, Sie leben 1896. Was haben Sie an Hilfsmitteln? Gar nichts. Saliten, Fehlanzeige. Messung? Welche Messung? Ja? Computer? Was ist das denn? Aber er hat sich eingeschlossen. Nicht eingeschlossen, nehme ich an, aber er hat sich sozusagen in sein Kämmerlein zurückgezogen, hat das alles so mit Papier und Bleistift ausgerechnet und hier sehen Sie es. Ja? Sollen Sie jetzt nicht lesen, also müssen Sie jetzt nicht angestrengt an die Leinwand gucken. Habe das nur gescannt, weil es so schön alt aussieht. Und ich sage meinen Studenten auch immer gleich im ersten Semester, also wenn ihr Vorträge haltet, bitte keine Tabellen zeigen. Ja? Nun zeige ich aber trotzdem eine Tabelle, aber sozusagen nur, um ein bisschen Untermalung zu haben für das, was ich sagen möchte. Nun, Svante Arrhenius, so wie wir auch, hatte eine fundamentale Schwierigkeit. Der wusste natürlich nicht, wie wir Menschen uns verhalten würden. Der hatte ja keine Ahnung. Und die gleiche Schwierigkeit haben wir heute. Woher soll ich denn wissen, ob es so etwas wie eine globale Energiewende in den nächsten Jahrzehnten gibt oder nicht? Ich weiß es nicht. Und deswegen hat er das Einfachste gemacht, was man in dieser Situation tun kann. Der hat einfach verschiedene Fälle durchgerechnet. Ja? Nun, wir sagen heute nicht Fälle, wir sprechen von Szenarien. Ja, das klingt natürlich viel besser. Ja? Aber im Prinzip haben wir nur alle möglichen Fälle durchgerechnet. Das hat er auch gemacht. Er hat zum Beispiel gemacht, ganz links, hat ausgerechnet, was passiert, wenn der CO2-Gehalt der Luft sinkt. Und vielleicht können Sie es erkennen, da stehen überall Minuszeichen davor. Das heißt, die Temperatur der Erde geht zurück. Und das war auch, woran er in erster Linie interessiert gewesen ist, weil er wollte verstehen, wie es zu Eiszeiten gekommen ist. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, ja, dass eben der CO2-Gehalt der Luft sinkt. Dadurch verringert sich der berühmte Treibhauseffekt und dadurch kommt es eben zu einer globalen Abkühlung. Und er hat das gemacht für die ganzen breiten Bereiche
von der Nordpolarregion bis in die südlichen Breiten. Er hat das gemacht für die ganzen Jahreszeiten und deswegen stehen da so ganz, ganz viele Zahlen. Und in diesem roten Kasten hat er ausgerechnet, was denn passieren würde mit der Erdtemperatur, wenn der CO2-Gehalt der Luft sich verdoppeln würde. Und auch da stehen natürlich wieder ganz viele Zahlen, aber wenn man diese Zahlen alle aufaddiert und mittelt, dann kommt man auf ungefähr 5 Grad. Er hat also gesagt, die Erde würde sich um 5 Grad erwärmen im weltweiten Durchschnitt, wenn sich der damalige, der sogenannte vorindustrielle CO2-Gehalt der Luft verdoppeln würde. 5 Grad. Nun, die Computermodelle heute gehen ungefähr von 3 Grad aus. Ja? Ich persönlich als Naturwissenschaftler finde das sensationell. Im Rahmen eines Faktors 2 schon die in Anführungsstrichen richtige Lösung berechnet zu haben, ohne dass es großer Hilfsmittel bedurfte. So viel zur wissenschaftlichen Erkenntnis. Also wenn wir eins nicht haben, dann ist es ein Erkenntnisproblem. Wir haben ein Umsetzungsproblem. Und wir können uns jetzt mal ansehen, was dann passiert ist, seit Svante Arrhenius gelebt hat. Der CO2-Gehalt der Luft ist dramatisch angestiegen, von ungefähr 300 auf heute über 400 Teile pro einer Million, also um ungefähr 40%. Das ist die rote Kurve und die blaue Kurve ist die Erdtemperatur. Und wenn wir uns einfach mal den gesamten Zeitraum ansehen, dann können wir einfach den Zusammenhang nicht übersehen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem langfristigen Anstieg des CO2s und dem langfristigen Anstieg der Temperatur. Aber halt nur, wenn man viele Jahrzehnte betrachtet. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, aber es gibt doch gar nicht diesen Zusammenhang zwischen CO2 und zwischen Erdtemperatur. Und dann zeigen sie, sagen wir, die letzten 10 Jahre oder so etwas. Ja? Wenn sie nur die letzten 10 Jahre betrachten, dann können sie natürlich keinen Zusammenhang erkennen. Ja? Und dann können sie auch mathematisch korrekt sagen, es gibt keine Korrelation zwischen CO2 und Temperatur. Ja, das stimmt. Ja? Aber es ist ein Argument für Dumme. Ja? Denn wir haben es ja mit einem chaotischen System zu tun. Und dieses System, das schwankt ohnehin. Und das sind die natürlichen Klimaschwankungen. Und die sind immer da, die überlagern halt den langfristigen Trend. Und deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, kurze Zeiträume zu betrachten. Und sie müssen halt längere Zeiträume betrachten. Und dann bekommen sie auch ein Gefühl dafür, wie stark eigentlich die natürliche Schwankungsbreite ist. Und die ist verdammt groß, das können Sie ja sehen. Ja, also gerade so um 1930, 1940 ist die Temperatur massiv angestiegen, obwohl das CO2 noch kaum angestiegen war. Aber es gibt Ihnen schon so ein Gefühl dafür, wie chaotisch das Ganze ist. Das sehen Sie hier noch besser in dieser Animation. Das sind die gleichen Daten, nur jetzt räumlich dargestellt. Und das Ganze sind 5 Jahresmittelwerte, die immer um ein Jahr verschoben werden, damit das Ganze noch ein bisschen geglättet ist. Aber obwohl wir so eine Glättung durchgeführt haben, können Sie erkennen, wie komplex die Entwicklung eigentlich ist. Und erst jetzt, wenn Sie in die 90er Jahre kommen, ins neue Jahrtausend, haben Sie das Gefühl, dass sich die Erde erwärmt. Und ich glaube, jetzt haben wir schon das Gefühl einer globalen Erwärmung. Jetzt stecken wir drin. Globale Erwärmung ist da. Wir sprechen im Moment über 1 Grad Erderwärmung. Und das ist schon eine Menge. 1 Grad in 100 Jahren würde die Natur niemals von sich alleine machen. Und insofern sagt auch der Weltklimarat eindeutig in seinem letzten Bericht, der menschliche Einfluss auf das Klimasystem ist klar. Punkt. Und er sagt auch, dass von der Erwärmung seit Mitte des 20. Jahrhunderts, also seit 1950 ungefähr, mindestens die Hälfte auf den Menschen zurückgeht. Also wir sagen gar nicht, dass die gesamte Erderwärmung auf den Menschen zurückgeht, sondern wir sind immer eher konservativ, wir sagen mindestens die Hälfte, also über 50% geht auf menschliche Ursachen zurück. Und diese scheinbar geringe Erderwärmung hat eben schon Folgen, das darf man nicht übersehen. Also die Gletscher zum Beispiel,
die sind ein guter Gradmesser für einen langfristigen Erwärmungstrend. Ich habe jetzt nur einen mitgebracht, den Passage Gletscher, der ja hier nicht so weit von hier in Österreich beheimatet ist. Und Sie sehen vier Bilder, vier Aufnahmen aus der gleichen Position. Die erste oben links ist gemacht 1938. Und Sie sehen, da gab es noch eine wunderbare Gletscherzunge. Wenn Sie dann die nächste gucken, daneben, oben rechts, das war 2000. Und dann 2007, unten links, 2011, unten rechts. Und man kann buchstäblich zusehen, wie die Gletscher verschwinden. Und das ist wahrlich nicht jetzt sozusagen der einzige Fall, den es gibt, sondern fast alle Gletscher auf dieser Welt verhalten sich so. Und ich weiß es zum Beispiel von meinen Kollegen in Südamerika, Gletscher sind ja auch Klimaarchive, also speichern wichtige Informationen und die bemühen sich jetzt so schnell wie möglich da noch Informationen von diesen Gletschern zu bekommen, ehe die weg sind. Ja? Es gibt noch die ganz großen Gletscher. Grönland. Grönland hat einen Kilometer dicken Eispanzer. Wenn ganz Grönland im Meer versinken würde, der Eispanzer, stiege der Meeresspiegel um 7 Meter weltweit. 7 Meter, nur wenn Grönland abschmelzen würde. Wir sehen hier seit Beginn des Jahrtausends die Entwicklung. Und diese roten Flächen, die sich da langsam entwickeln, sind die Flächen, die einen Netto-Massenverlust zeigen. Das heißt also, die Schmelzen zeigen. Und die grüne Kurve ist einfach die Masse, die sich immer weiter verringert, entsprechend der grünen Kurve, wie sie halt nach unten geht. Das heißt also, inzwischen schmelzen auch die ganz großen Eispanzer, also die Gletscher, die Gebirgsgletscher, das haben wir schon lange gesehen, dass sie zurückziehen. Aber jetzt, seit der Jahrtausendwende, fangen auch tatsächlich Grönland und die Antarktis an zu schmelzen. Ich habe eine gleiche oder eine ähnliche Abbildung hier für die Antarktis. Und die Antarktis ist ein bisschen träger, das ist auch klar, weil die Antarktis ein Kontinent ist, während die Arktis ein Ozean ist. Aber auch hier sehen wir inzwischen Massenverluste. Wir sehen die grüne Kurve, wie sie nach unten geht, das heißt, die Masse nimmt ab. Und die rote Fläche, die entwickelt sich in der Westantarktis. Und das ist nun auch keine Überraschung, das wussten wir immer. Die Region, die als erste reagiert, wird eben genau die Westantarktis sein. Und genau das ist eben auch eingetreten. Ja, der Meeresspiegel steigt, da muss er ja auch. Ich meine, wo soll denn das Wasser hin? Ja, kann ja nur ins Meer fließen und deswegen steigt der Meeresspiegel. Aber nicht nur deswegen. Und das ist ein interessanter Punkt. Der Meeresspiegel steigt noch aus einem weiteren Grund. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Die Meere dämpfen den Klimawandel. Und sie nehmen sehr viel Wärme auf. Also sie erwärmen sich infolge der globalen Erwärmung. Und weil sich der Wasserkörper erwärmt, dehnt er sich aus. Das ist ein ganz einfacher physikalischer Zusammenhang. Ja, Körper, die sich erwärmen, dehnen sich aus. Und wir haben seit 1900 einen Meeresspiegelanstieg gemessen von ca. 20 Zentimetern im weltweiten Durchschnitt. Bei uns an der Nordsee liegt das ungefähr im gleichen Bereich, aber es gibt große räumliche Unterschiede. Also auch bei uns an der Nordsee ungefähr 20 Zentimeter. Die Hälfte davon geht auf die thermische Expansion zurück, also auf die Wärmeausdehnung. 10 Zentimeter geht alleine auf die Wärmeausdehnung zurück. Das heißt, selbst wenn kein Eis schmelzen würde, stiege der Meeresspiegel. Die anderen 10 Zentimeter gehen auf die Eisschmelze zurück. Aber inzwischen, seit ungefähr einem Jahrzehnt, hat sich das Verhältnis umgedreht. Das heißt also, die Eisschmelze trägt schon mehr zum globalen Meeresspiegelanstieg bei als die Wärmeausdehnung, als die thermische Expansion. Ich will hier einen kleinen Abstecher machen. Ich sagte ja, die Meere dämpfen den Klimawandel. Und sie tun es, indem sie Wärme aufnehmen. Es gibt noch einen weiteren Punkt, wie sie es tun. Sie nehmen auch CO2 auf. Ungefähr ein Viertel des CO2s, das wir ausstoßen weltweit, landet sofort in den Weltmeeren. Und nun muss ich Ihnen nicht erzählen, was das heißt.
H2O, also Wasser plus CO2 gibt H2CO3, Kohlensäure. Das heißt, die Weltmeere versauern. Und langfristig könnte das sogar das größere Problem sein als die Erwärmung selbst. Denn Sie können sich ja vorstellen, was das heißt, wenn das Wasser immer saurer wird. Und das ist ein reines CO2-Problem. Solange wir CO2 ausstoßen, kommt immer ein Teil ins Meer. Und alle Lebewesen, wie Korallen, wie Muscheln, wie Schnecken, wie kleine Krebse oder auch die großen Krebse, leiden, weil sie Kalkstrukturen aufbauen müssen. Je saurer das Wasser wird, umso schlechter können sie es. Und insofern haben wir hier möglicherweise eine ökologische Katastrophe vor uns, alleine durch den Ausstoß von CO2, ohne dass es zu Klimaänderungen kommen müsste. Ja, kommen wir zur Politik. Hatten wir das Abkommen in Paris Ende letzten Jahres, 2015. Sie sehen, wie die Politik das Abkommen bewertet hat, als historischen Durchbruch. Ich muss aber ein bisschen Wasser in den Wein gießen, denn das Abkommen wurde so hoch gejubelt, selbst von den einigen Umweltverbänden, dass ich es kaum noch fassen konnte. Zunächst einmal, das war die 21. Weltklimakonferenz. Also jedes Jahr findet eine Klimakonferenz statt. Die nächste findet dieses Jahr, nächsten Monat übrigens statt, in Marrakesch. Das wird dann die 22. Weltklimakonferenz sein. Also das war die 21. Weltklimakonferenz und alle haben von einem historischen Durchbruch gesprochen. Nun, ich habe das Ganze ja verfolgt, seit nunmehr 30 Jahren. Man hat bei jeder Klimakonferenz von einem historischen Durchbruch gesprochen. Insofern gibt es eine gewisse Inflation, was diese Superlative anbelangt. Aber schauen wir uns mal an, was denn die Weltpolitik bisher zustande gebracht hat. Also seit das Thema auf der Agenda der internationalen Politik steht, seit es die Klimaverhandlungen gibt, ich sagte ja, das war die 21. Weltklimakonferenz, also seit über 20 Jahren gibt es diese Klimakonferenzen, ist der weltweite CO2-Ausstoß um ungefähr 60% gestiegen. Weiß nicht, also ich kann das nicht als Erfolg bewerten. Anspruch und Wirklichkeit liegen hier ziemlich weit auseinander. Also die schwarze Kurve, die nach oben geht, die ich auch nochmal eingekreist habe mit dieser Ellipse, das ist der weltweite Ausstoß von CO2 seit 1980. Nun heißt das aber nicht, dass alles zu spät ist. Und das ist ja die gute Botschaft. Sondern wir haben es noch in der Hand. Und ich finde, das ist die eigentliche Botschaft meines Vortrags, dass wir uns noch in der Hand haben. Natürlich habe ich sie auch so ein bisschen durch das Tal der Tränen geführt, aber das muss man eben auch. Aber wenn wir uns diese Grafik mal ein bisschen genauer ansehen, dann sehen Sie ja, wo wir heute sind, also da, wo der rote Punkt ist, wo die Schätzung für 2015 ist. Und dann sehen wir alle möglichen Szenarien, ja, wie wir heute sagen. Also wir sehen also rote Kurven, die gehen alle nach oben. Das heißt also, der CO2-Ausstoß, der wächst und wächst und wächst bis zum Ende des Jahrhunderts. Ja? Und dann stehen da rechts Temperaturen oder Temperaturänderungen. Und wenn wir also diese roten Kurven verfolgen, landen wir irgendwo bei 3, 4, vielleicht 5 Grad Erderwärmung. Dann sehen Sie, habe ich da einen Pfeil hingemalt für Paris. Also Paris ist schon interessant. Also der Vertragstext lautet, dass die Weltgemeinschaft anstrebt, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Also das ist der Vertragstext, deutlich unter 2 Grad. Nun basiert aber das Paris-Abkommen auf Selbstverpflichtung. Nur deswegen haben sie alle unterschrieben. Wenn Sie nun alle Selbstverpflichtungen zusammenzählen, landen Sie ungefähr bei 3 Grad. Ja? Das heißt also, die haben etwas angekündigt, was sie aber zumindest nach dem gegenwärtigen Stand gar nicht realisieren können. Ja? Das heißt, nach Paris ist vor Paris.
Und deswegen muss es jetzt auf den folgenden Klimakonferenzen, also die erste ist ja jetzt in Marrakesch, muss es darum gehen, dass man diese Selbstverpflichtung, die wirklich sehr, sehr weich sind und nicht sehr couragiert, dass die jetzt weiter verschärft werden. Also darum wird es jetzt bei den nächsten Klimakonferenzen in den folgenden Jahren gehen. Aber zurück zu diesen Szenarien. Wenn wir uns jetzt mal diese blauen Szenarien angucken, dann sehen Sie, können wir durchaus noch, wenn wir rechts gucken, die Erderwärmung mit hoher Wahrscheinlichkeit unter 2 Grad begrenzen. Ja, aber nur, wenn wir diese blauen Szenarien verfolgen. Was heißt es? Was müsste also geschehen, damit wir wirklich deutlich unter diesen 2 Grad bleiben? Sie sehen, die CO2-Emissionen, die weltweiten CO2-Emissionen dürften nicht mehr sehr viel weiter wachsen. Ja? Sie sehen aber auch, dass die schwarze Kurve, also die tatsächlichen Emissionen, die gemessenen Emissionen, gar nicht so weit entfernt sind, noch nicht so weit entfernt sind von dieser dicken blauen Kurve. Nehmen wir mal die dicke blaue Kurve. Das heißt, wir können tatsächlich, wenn wir es wollen, noch die Kurve kriegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wir können die Kurve kriegen, wir könnten noch auf diese blaue Kurve kommen. Und Sie sehen aber, was diese blaue Kurve bedeutet. Diese blaue Kurve bedeutet, wir müssten irgendwie jetzt in den nächsten Jahren den Höhepunkt der weltweiten Emissionen erreichen. Also es darf nicht so weitergehen wie in den letzten Jahrzehnten, dass sie immer weiter wachsen, dass die CO2-Emissionen immer weiter nach oben gehen, sondern sie müssen sich jetzt stabilisieren. Sie müssten dann, sagen wir mal, spätestens 2060 auf Null gehen. Das heißt, die Welt darf so um die Mitte des Jahrhunderts überhaupt keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Und dann müssen sie negativ werden. Das heißt, wir müssen mehr CO2 rausholen, als wir in die Atmosphäre hineintun. Nur dann haben wir tatsächlich eine reelle Chance, die deutlich unter 2 Grad zu bleiben. Und das zeigt Ihnen schon, wie ambitioniert dieser Vertragstext ist, deutlich unter 2 Grad zu bleiben. Im Vertragstext steht auch 1,5, wenn es geht 1,5. Aber ich sagte ja schon, 1 Grad haben wir schon realisiert. Also ich glaube, diese 1,5, die glaubt keiner mehr so recht. Also jetzt geht es darum, machbar wäre es allemal. Ich denke, das muss ich Ihnen nicht erzählen. Wir vergeuden Energie im Überfluss, also über Energieeffizienz ist unendlich viel noch machbar, aber natürlich auch über eine andere Art der Energiegewinnung. Deswegen frage ich Sie, welche Welt wollen wir? Ich will Ihnen nochmal diese beiden Extremszenarien gegenüberstellen. Links die beste aller Welten, rechts die schlechteste aller Welten. Und während sich diese beiden Kugeln oder diese beiden Erden entwickeln, möchte ich nochmal auf eine Frage kommen, die sich vielleicht schon immer gestellt haben und vielleicht nie getraut haben zu fragen. Wieso kann man eigentlich das Klima für so lange Zeit vorhersagen, obwohl wir das Wetter kaum für die nächsten Tage vorhersagen können? Ja, das ist ein scheinbarer Widerspruch, ne? Und ich habe lange überlegt, wie kann ich das eigentlich erklären? Und dann fiel mir ein, das ist ja gar nicht so schwer. Wir können ja alle eine Klimavorhersage machen. Ja? Also machen wir jetzt eine Klimavorhersage. Und zwar sagen wir vorher, der jetzt kommende Winter wird kälter sein als der letzte Sommer. Sie alle wissen, dass diese Vorhersage stimmt, im Mittel. Ja? Also der Winter ist nun mal kälter als der Sommer. Sie alle wissen auch, warum das so ist, weil sich der Sonnenstand ändert. Ja? Also wenn die Sonne nicht so hoch steht, ist der Weg der Sonnenstrahlen durch die Atmosphäre länger und deswegen werden die Sonnenstrahlen stärker geschwächt und deswegen ist es halt im Winter kalt und im Sommer warm. Nun, in der Mathematik sprechen wir davon, dass sich eine Randbedingung ändert. Und beim Klimaproblem ändert sich auch eine Randbedingung, nämlich die Zusammensetzung der Luft. Und deswegen konnte Svante Arrhenius das ja auch schon berechnen.
Ja? Das heißt, ich mache ja eigentlich gar keine Vorhersage. Und deswegen sprechen wir auch gar nicht von Vorhersagen. In unserer Terminologie sprechen wir von Projektion. Ja, das ist eine Wenn-Dann-Rechnung. Wenn CO2 immer weiter steigt, dann bekommen wir diese rechte Erde. Wenn CO2 nicht weiter steigt, dann bekommen wir diese linke Erde. Und ich glaube, das zeigt hier nochmal ganz gut, welche Optionen wir noch haben. Und unsere Aufgabe als Klimaforscher ist es ja gar nicht, irgendwelche Ratschläge zu erteilen. Unsere Aufgabe ist es, Optionen aufzuzeigen. Und das sind die beiden Optionen oder die beiden extremen Optionen, die wir haben. Nun, das heißt aber, dass wir irgendwie umdenken müssen. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle Albert Einstein zitieren, schon wieder Nobelpreisträger, schon der dritte, den ich heute zitiere. Der hat gesagt, die gewaltigen Probleme unserer Zeit können nicht mit derselben Denkart gelöst werden, welche jene Probleme hervorgebracht hat. Also wir können nicht so tun, als wenn wir unsere Energieversorgung weiterhin auf fossilen Energien aufbauen können. Das geht nicht, nein. Wir müssen hier mal den Strich ziehen und müssen Energie anders erzeugen. Anders wird es einfach nicht gehen. Und ich muss Ihnen auch nicht erzählen, wie das geht. Es kann natürlich nur über die erneuerbaren Energien gehen. Und wie Wilhelm Ostwald schon in seinem energetischen Imperativ 1912 geschrieben hat, ist halt die einzige sinnvolle Energiequelle die Sonne. Aber es gibt eben noch andere Möglichkeiten. Ganz links sehen wir den Weltenergieverbrauch, dieser kleine weiße Ball. Dann sehen wir das Potenzial der Sonnenenergie, Erdwärme, Wasserkraft und so weiter, Windenergie. Aber auch Wind ist ja letzten Endes von der Sonne angetrieben. Also wir haben überhaupt kein Energieproblem auf dieser Erde. Wir müssen sie nur halt nutzen. Und das wäre in vielerlei Hinsicht auch nicht unser Schaden. Also wir geben in Deutschland ungefähr pro Jahr ungefähr 100 Milliarden Euro für Energieimporte aus. Also muss das wirklich so sein? Also denken Sie an die instabilen politischen Verhältnisse. Also ich finde, einen Teil des Geldes können wir sicherlich besser einsetzen, vielleicht sogar das gesamte Geld, indem wir die erneuerbaren Energien hier weiter ausbauen. Und dann ist da noch etwas, und Sie können sich mal überlegen, was Sie darauf antworten, wenn Ihre Enkel das fragen. Wenn Ihre Enkel fragen, wieso habt ihr die Kohle verbrannt und das Öl? Das sind ja wertvolle Rohstoffe. Und ihr hattet nichts Besseres zu tun, als sie durch den Schornstein zu jagen. Ja? Ich habe zwar keins, aber künstliches Hüftgelenk. Ne? Brauchen Sie Öl für. Ja? Für viele Dinge brauchen Sie Öl. Kohlefasern, Stichwort Kohlefasern. Also man kann wirklich diese Rohstoffe weitaus besser einsetzen, als sie zu verbrennen. Nun, dass eine CO2-freie Wirtschaft möglich ist, ist ja jetzt keine grüne Fantasie. Und wir hatten ja 2015 vor dem Klimagipfel von Paris das G7-Treffen. Ja, eigentlich G8, aber Russland ist ja in Ungnade gefallen, also G7. In Bayern, gar nicht so weit von hier, Schloss Elmau. Und dort hat man sich tatsächlich auf die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft geeinigt. Ja? Das heißt also, wenn die das schon sagen, dann muss es doch irgendwie möglich sein. Und immer wenn ich dieses Bild sehe, frage ich mich immer, das sind doch G7. Wieso sind das mehr als 7? Wer von Ihnen hat sich da eigentlich aufs Bild geschummelt? Ich habe es nicht rausbekommen, ich muss mir das vielleicht nochmal genau angucken, aber da stehen mehr als 7. Ja? Gut, aber es ist möglich. Ja? Nach Aussagen der wichtigsten Politiker dieser Welt. Man kann wirklich so viele Dinge machen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, deswegen mache ich es auch ganz kurz. Also Sonnenenergie, Windenergie, Biomasse in begrenztem Maße, Erdwärme und so weiter. Aber ein Problem haben wir natürlich, das ist die Speicherung. Ja, wir müssen die Energie auch irgendwie speichern, aber da gibt es eben auch viele, viele Möglichkeiten. Also
Sie können, wenn Sie an Elektromobilität denken, können Sie wirklich, wenn Sie einen großen Wagenpool haben, dann können Sie ja die Elektroautos als Energiespeicher benutzen, nachts und tagsüber fahren Sie halt damit. Sie können aber auch Elektrolyse machen. Also wenn Sie überschüssigen Windstrom haben, können Sie Elektrolyse machen, können Wasserstoff erzeugen. Sie können den Wasserstoff zusammenbringen mit CO2, das Sie aus der Luft holen. Ja, das gibt Ihnen Methan, erneuerbares Erdgas. Das können Sie einspeisen ins Erdgasnetz oder Sie können es auch in Kraftwerken benutzen. Es ist immer noch besser, Erdgas zu verfeuern, zumindest für eine Übergangszeit, als Kohle. Denn bei Erdgas kommt ungefähr nur die Hälfte CO2 raus als bei Kohle. Sie können aber auch Strom benutzen, um Wärme zu erzeugen. Ich meine, es gibt ja im Gebäudebereich schon Möglichkeiten, das zeigen mir Architekten immer, ich finde das auch toll, man kann die auch als Raumelemente benutzen, so riesige Wassertanks, ja, die Wärme speichern und die man dann nutzen kann. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, aber ich denke, der wesentliche Punkt hier ist, und das wird hier auch so ein bisschen klar, wir brauchen mehr dezentrale Energieversorgung. Also ich glaube, diese zentralistische Energieversorgung, die macht keinen Sinn. Und ich glaube, wenn wir dezentrale Energieversorgung haben, dann profitieren wir auch vom Handwerk. Also die pfiffigen Ideen, die kommen doch immer von einzelnen Menschen, von den Handwerkern und so weiter. Und ich glaube, wir müssen so eine Massenbewegung haben, dass sich alle, die was davon verstehen, mit diesen Energiefragen auseinandersetzen, mit der Energieeffizienz auseinandersetzen, aber auch mit Speicherung und auch, wie man vor Ort Energie gewinnen kann und sie dann auch vor Ort tatsächlich dann auch benutzen kann. Das ist doch eigentlich das beste Energiekonzept für die Zukunft. Ich möchte schließen mit Präsident Obama, weil wir sprechen ja auch über die Politik. Der scheidende Präsident Obama. Und der hat zwar auch nicht viel gerissen, aber hat immer die besten Zitate. Also es ist einfach so. Ja, wann immer ich ein gutes Zitat suche, bei Obama werde ich fündig. Hier ist, glaube ich, die Quintessenz all dessen, was ich jetzt in der letzten knappen Stunde erzählt habe. Also er hat eben gesagt, wenn wir die Luft, die unsere Kinder atmen werden und das Essen, das sie zu sich nehmen werden und wenn wir die Träume all unserer Nachkommen über unsere kurzfristigen Interessen stellen, ja dann ist es vielleicht noch nicht zu spät. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Sie hören an dem Beifall, Sie haben unseren Nerv getroffen. Uns berührt. Ich hoffe, dass die Politik Sie genauso hört, dass wir mehr Handlungen daraus ableiten. Ich habe heute Morgen noch das Weltklimaabkommen als Hoffnung angeführt. Sie haben mich jetzt etwas auf den Boden zurückgebracht. Vielleicht fehlt mir noch so ein bisschen aus unserer Sicht die Gewichtung, dass die Energie natürlich auch ganz im Vordergrund steht, die man erst gar nicht verbraucht. Mhm. Wir stehen ja im Wesentlichen für die Einsparung hier, für gute Bauteile, die Energie erst gar nicht verbraucht, was vielleicht in dem Gesamtkonzept auch noch richtig rauskommen sollte. Ich habe da eine Frage aus dem Publikum, die fragt, naja, wenn man so Ihre Kurven sich anschaut, ne, wie kommt es denn dann zu dieser natürlichen CO2-Reduzierung, die geschichtlich ja auch immer mal wieder festzustellen ja. war? Kann man daraus nicht was lernen, das CO2 vielleicht anders abzubauen? Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz zum ersten Punkt, zum Klimaabkommen von Paris. Heißt ja nicht, dass es hoffnungslos ist. Immerhin gibt es ein Abkommen. Ja? Es ist ja Völkerrecht. Also die Länder haben sich verpflichtet, das zu tun. Wir haben tatsächlich in Windeseile, in Rekordgeschwindigkeit, noch nie ist ein internationales Abkommen, so schnell ratifiziert worden. Also es ist inzwischen haben so viele Länder es ratifiziert. Also die Bedingung ist, 55 Länder müssen es ratifizieren, die mindestens 55% der Treibhausgasemissionen zusammenbekommen. Und mit Europa, mit der EU ist das tatsächlich in Kraft getreten. Das ist natürlich schon ein guter Start. Ja? Bloß wir müssen jetzt das Momentum sozusagen beibehalten. Diese Dynamik, die jetzt da reingekommen ist, ja, die muss beibehalten werden. Und jetzt geht es wirklich darum, dass die Länder in Marrakesch jetzt ehrlich sind und sagen, okay, ja, unsere Selbstverpflichtung
Gut, wenn ihr uns einfach fragt, was wir machen wollen, ja, dann sagen wir euch irgendwas. Ja? Aber jetzt sind wir bereit, mehr zu tun. Ne? Deswegen hoffe ich jetzt, dass die Dinge dann wirklich in die Bahn kommen, von dem wir alle hoffen, dass sie in diese kommen. Gut, dann zu Ihrer Frage, warum ist das CO2 wieder runtergegangen? Ja? Und ich sagte ja, dass wir es hier mit einem Wechselspiel haben von CO2 und Erdtemperatur. Ja? Und es gibt hier bei diesen geologischen Zeiträumen, also der prominente Zyklus war ja 100.000 Jahre, ja? Mhm. Da gibt es eben jemand, einen Taktgeber. Und dieser Taktgeber ist die Erdbahn. Die Erdbahn um die Sonne, die ändert sich im Rhythmus von 100.000 Jahren. Und dann ändert sich die Temperatur und als Folge dessen ändert sich der CO2-Gehalt der Luft, vor allen Dingen über die Ozeane. Also, angenommen die Temperatur steigt, ja, dann nehmen die Ozeane weniger CO2 auf, einfach weil die Löslichkeit sich ändert. Also je wärmer, desto schlechter die Löslichkeit. Das heißt, es verbleibt mehr CO2 in der Luft, der Treibhauseffekt verstärkt sich nochmal und damit steigt die Temperatur und damit hat man diese positive Rückkopplung. Ja. Und das funktioniert in beide Richtungen. Das funktioniert sozusagen, wenn die Sonne stärker scheint, es funktioniert auch, wenn die Sonne schwächer scheint. Dadurch kommt es halt zu diesem 100.000-Jahres-Zyklus. Und die Effizienz, ja, absolut, ist wichtig. Ohne Effizienz, habe ich ja auch gesagt, werden wir hier nichts werden, weil die beste Kilowattstunde ist natürlich die, die wir gar nicht verbrauchen.